Hallo, ich bin Leonie von Justin TV. Einige von euch kennen bestimmt die Band Nirvana und den dazugehörigen Leadsänger Kurt Cobain. Aus internen Quellen haben wir erfahren, dass dieser in den 90er Jahren in Uetersen war und dort im Ritchie aufgetreten ist. Dieser Sache wollen wir jetzt auf den Grund gehen. So, Herr Ritchie, erzählen Sie mal, meine Tante hat mir erzählt, sie war hier, als Kurt Cobain aufgetreten ist. Wann war das denn eigentlich? Erzählen Sie mal. Also, das ist sehr, sehr lange her. Ich tippe mal Anfang 90. Ich schätze mal 25. Mai 92 muss gewesen sein. Da bin ich fast sicher, weil ich von ihm so einen kleinen Unterschrift bekommen habe, wo er gespielt hat. Da habe ich diese Gitarre oben im Lager gehabt. Und da war eine ganz große Gruppe. Eine deutsche Frau war hier. Keine Ahnung, wie die hieß. Da hinten haben wir alles weggeräumt. Da haben wir ganz große Boxen. Und er hat ganz alleine gespielt mit der Gitarre und Boxen und hat ein bisschen hier Gas gegeben. Das war schon richtig interessant. Was hat dir deine Tante noch erzählt? Da waren total viele Leute, auch Reporter da. Das war die Uetersener Zeitung, aber die waren privat hier. Die wussten überhaupt nicht, dass was passiert. Das Problem ist, da haben die komplett die ganze Straße gesperrt, weil die wollten hier rein in den Laden. Und das stimmt, was deine Tante sagt. Also es muss so im Mai 1992 gewesen sein. Ich war im Ritchies Essen. Und dann kam da ein Typ in Begleitung rein mit einer Frau und jemand meinte, das ist Kurt Cobain. Die haben da eine Ecke für ihn freigeräumt, dieses kleine Podest da am Tresen, und ihm eine Gitarre gegeben und einen Verstärker. Und dann hat er da ein paar Lieder gespielt. Ich sage natürlich, wenn Kurt Cobain schon in Uetersen sind, muss das in die Zeitung. Hab einen Redakteur geholt, aber für Fotos war es zu spät, er war weg. Wir wollten noch was schreiben, aber der Manager war eindeutig dagegen. Das muss wohl so eine Art anonymer Auftritt gewesen sein. So wie ihr gesehen habt, stimmt es wirklich, dass Kurt Cobain in Uetersen war. Nur weil privat da, hatte da kein richtiges Konzert. Durch den Zeitdruck musste er früher los. So, das war's auch schon wieder von uns und bis zum nächsten Mal. Tschüss!